Herzlich willkommen zu Mickys Adventskalender 2020. Bam! Jeden Tag eine Frage und ein Engel, die dich auf dem Weg zu Weihnachten 2020 begleiten sollen und die es bam in deinen Gedanken machen lassen sollen, damit du etwas Neues entdecken kannst und nicht einfach nur bedauernd auf das schaust, was dir dieses Jahr vielleicht nicht möglich ist. Die Fragen kommen aus diesem wunderbaren Buch von Carmen Kindel Beifuß. Fragen können, wie Küsse schmecken. Und die Engel kommen aus dem Buch von Anselm Grün, 50 Engel für die Seele. Und die Frage, die ich dir heute mitgebracht habe, die ich dir heute schenken möchte, ist eine Frage, die ganz viel mit Weihnachten zu tun hat. An Weihnachten gibt es ja immer auch Musik. Und die Frage heißt, welche Musik berührt dich eigentlich am meisten? Ich höre ja sehr viel unterschiedliche Musik, das hat der eine oder andere vielleicht schon im Internet mitbekommen. Aber es gibt etwas, was in allen verschiedenen Musikstilen das ist, was mich am allermeisten berührt. Vielleicht ist es bei dir nur ein Musikstil, vielleicht ist es etwas, das in verschiedenen Musikstilen vorhanden ist. Welche Musik berührt dich am meisten? Und welche Gefühle werden bei diesen Klängen in dir wach, wenn du diese Musik hörst? Welche Gefühle werden da in dir wach und steigen in dir auf? Und dazu wünsche ich dir heute einen besonderen Engel, den ich dir jetzt zeigen werde. Ich muss ihn mir erst einmal selber anschauen, mit meiner Engelsbrille, die mir meine liebe Freundin Ellen Horleban aus Afrika zugeschickt hat. Und es ist der Engel der Ausgeglichenheit. Bitte doch den Engel der Ausgeglichenheit, dass er über deine Seele wacht, dass er deiner Seele zu ihrer wahren Gestalt verhilft, dass er die Unebenheit deiner Seele ausgleicht, damit du ausgeglichen durchs Leben gehen kannst mit Gleichmut und innerem Frieden. Dann wirst du auch ausgleichend wirken, wo immer du bist. Du wirst nicht spalten, sondern verbinden, nicht anheizen, sondern dämpfen, nicht Unterschiede schaffen, sondern Ausgleich. Von ganzem Herzen wünsche ich dir heute, dass dieser Engel dich an der Hand nimmt und die nächsten kleinstmöglichen Schritte in Richtung auf Weihnachten mit dir geht. Und ich freue mich darauf, wenn du morgen wieder einschaltest, wenn wir ein neues Türchen öffnen in Mickys Adventskalender 2020. Bis dann, ihr Lieben. Macht's gut.